begrüße euch ganz herzlich zur Botschaft für die Woche vom 6. bis zum 12. Mai. Ziehe einmal eine Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Wir haben die Karte Drama, sage ich gleich mehr zu, sage jetzt was zur Legung. Nachdem ich auf die Karte eingegangen bin, ziehe ich in der oberen Reihe 3 Tarotkarten, in der unteren Reihe 3 Tarotkarten. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die potenzielle Entwicklung der Woche oder der potenzielle Beginn einer Entwicklung in dieser Woche stattfinden kann, beziehungsweise stattfindet, sammeln, ordnen, sagen, liegt. Also, obere Reihe, Entwicklung aus der Vergangenheit, untere Reihe, potenzielle Entwicklung der Woche. Manchmal ist es der Anstoß zu einer Entwicklung. Ja. Und im Großen und Ganzen ist das knapp, kurz und bündig so. Ein Blick auf die Infobox verrät uns noch, dass es auch Kanalmitgliedschaften gibt und private Legungen gibt und noch einiges mehr gibt. Schau da einfach gerne mal rein. Ich fange jetzt an mit der Karte Drama. Lasse mich ein bisschen in die Energie reinfallen. Grundbedeutung ist soweit klar. Irgendwas ist ein Drama. Und oder irgendwie geht es um die Thematik und du guckst, dass du dich in dir zurücklehnst und das Ganze hier gut auf dich wirken lassen kannst. Ich habe das Gefühl, es geht um die Auseinandersetzung mit dir selber, mit der Karte Drama. Es ist, dass du merkst, dass du selber irgendeinen Teil zu etwas beigetragen hast, den du gegebenenfalls bis jetzt anderen projizierend in die Schuhe geschoben hast. Da kommen irgendwelche Klarheiten. Genau. Und das könnte der Ausweg aus einem Drama sein. Aber wir gucken mal. Erstmal die obere Reihe. Die Entwicklung aus der Vergangenheit. Wir haben den König der Kelche. Kann für dich stehen, kann für wen anders stehen. Eine Person, die gut und zentriert in den Emotionen steht. Dann haben wir das Ganze aber auch nicht unbedingt nach außen geben muss. Das ist so ein bisschen markant für den König der Kelche. Aber muss auch nicht das tragende Element sein. Dann haben wir den Eremiten. Für Innenschau, in sich gekehrt sein. Antworten auf Fragen in sich selbst suchen und finden. Und den Magier für eine Neuausrichtung. So, dann gucken wir mal in die nächste Reihe. Ich lege erst komplett aus und dann komme ich in die Deutung von dem Ganzen. Die zwei der Stäbe für, es gibt vielleicht zwei oder mehr Möglichkeiten, vielleicht weiß man auch schon, wo man hingehen möchte, aber hat den entscheidenden Schritt noch nicht gemacht. Die vier der Münzen für ein sich schützen oder auch mal an etwas klammern, etwas an etwas festhalten. Und dann haben wir den Ritter der Stäbe, der Ritter der Stäbe für ein im Element des inneren Feuers, der inneren Leidenschaft, Lebenswut, Lebensenergie stehen und ja, das quasi auch leben. Also, dann fangen wir mal in der oberen Reihe an mit dem König der Kelche, dem Eremiten und dem Magier. Da muss ich noch mal gucken, wem die Energie gehört. Der König der Kelche hat in sich irgendwie Klarheit, das kann ich schon mal sagen. Hat in sich Klarheit und ist hier sehr nah an der Grundbedeutung der Karte dran, bringt die aber irgendwie nicht nach außen. Also das ist was, was erstmal in der Person existiert.
ist für mich die Energie von wem anderen tatsächlich. Da ist eine Person, die, wie gesagt, gar nicht unemotional ist. Ne? Ist ja nun immerhin der König der Kelche, der hier liegt. Kelche dem Element Wasser zugeordnet. Wasser, Emotionen fließen lassen, Dynamik und so weiter. Aber die war ein bisschen, hat es nicht so nach außen gebracht. Wir haben hier einmal die Schlange für Verwicklungen, Verstrickungen und den Schlüssel für Sicherheiten, für Lösungen, die kommen. Also dein Weg war irgendwie davon weg. In der Gegenwart war das für dich mit dem Menschen ein bisschen schwierig, weil wenn sich einer nicht öffnet, kommt man dahin, sich gegebenenfalls ein bisschen selbst zu verlieren, versuchen an den Menschen irgendwie ranzukommen, weil das einfach verunsichert, dass sich da einer nicht öffnet. Das ist für mich die Schlange und du hast hier aber mit dem Schlüssel für dich beschlossen zu sagen, nee, so geht es für mich nicht. Da musstest du irgendwie einen anderen Weg für dich finden. Der Eremit. Der Eremit ist ein wieder zu dir kommen. Also es kann schon sein, dass du dich schon stark verloren hast auf dem in Zusammenspiel mit diesem Menschen. Wer auch immer das war. Weitergefasst kann das auch eine Arbeitsstelle sein. Ne? Da, bei mir jetzt ein weites Feld in den Wochenlegungen und das kann auch was, das muss nicht unbedingt ein Mensch sein, sondern es geht darum, dass du schaust, wenn ich den so beschreibe und das so beschreibe, was genau ist das in deinem Leben? Welche Situation wird dadurch durch diese Karten und durch das, was ich sage, hier dargestellt? Der Eremit, da nehme ich dich sogar ein bisschen angesäuert wahr. Ist aber, glaube ich, also was heißt glaube ich, für mich ist das eine wichtige Wut, die einfach was gerade rückt, weil du dich hier ein Stück meines Erachtens verloren hast. Mit dem Eremit hast du dich wieder gefunden, hast du dich wieder auf den Weg zu dir selber gemacht, hast etwas gerade gerückt und hast gesagt, nö, also, nö, ich mach das so nicht mehr mit. Das hat der Schlüssel hier quasi auch schon gesagt. Der Magier. Der Magier sind deine eigene Ausrichtung. Hier bist du, mit beiden Karten bist du hier dran ausgerichtet. Also hier, ich bin aktiv dabei, hier irgendwas zu richten und hier, ich bin aktiv dabei, davon wegzugehen. Aber wir haben das als Zentrum. Der Magier ist und ich bin jetzt einfach mal gar nicht in Bezug auf diese Situation ausgerichtet, sondern irgendwie für mich ganz anders neu. Bin in eine ganz andere Ausrichtung gegangen, die mal unabhängig von der Situation rund um diesen Menschen oder rund um diese Institution oder was auch immer ist. Dann haben wir einmal die Eulen für Hektik, Stress, Lebendigkeit können die stehen. Haben jetzt ein paar viele Karten rausgeflogen. Und dann haben wir eine männliche Energie. Kann deine sein, muss nicht. Ich spüre mich mal rein. Wer irgendwas Lautes im Hintergrund hört, das sind Bauarbeiten vor meinem Haus. Ich habe sie nicht so lieb, aber ist ja auch irgendwann vorbei. Ja, von daher nicht stören lassen. Ja, das sagt es für mich nochmal. Der Mann ist wieder der Typ, also der Mensch oder diese Situation. Und die Eulen sind deine eigene Lebendigkeit. Deine Eulen sind deine eigene Lebendigkeit. Der Magier ist auch deine eigene Lebendigkeit. Das ist was Eigenes, was
hiermit nicht so viel zu tun hat. Also hier ist so eine Lebendigkeit und hier ist so, damit hat es einfach nichts zu tun. Ne? Es kann den Menschen geben, der muss auch nicht komplett aus meinem Leben draußen sein, aber ich bin jetzt erstmal für mich selbst aufgestellt. So, dann kommen wir zur potenziellen Entwicklung der Woche mit den 2 der Stäben, den 4 der Münzen und dem Ritter der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie dieser Mensch oder ne, sagen wir mal, was wir hier mit dem König der Kelche haben, dich neu herausfordert und du dich irgendwie nochmal neu sortieren musst. In ein neues Überdenken der Dinge kommen musst. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Es ist eine anstrengende Energie, die hier hinter ist. Es ist irgendwie so emotional sehr fordernd. Wir haben den Baum für Wachstum, für Stabilität. Oder auch mal Heilung. Und dann haben wir den Brief, der erstmal dafür steht, dass mir selbst etwas klar wird, kann aber auch dafür stehen, dass man kommuniziert. Ja, es ist auch über dem Baum ist irgendwie ein Fragezeichen. Irgendwie ist da ein Fragezeichen drüber, da sind die Dinge nicht ganz klar. Und das musst du dir nochmal angucken. Ich glaube, du hast dir hier eine gewisse Neuausrichtung geschaffen und das ist auch gut. Und die soll auch gar nicht komplett wegfallen. Aber nachdem du hier von dem jetzt mal irgendwie ganz weg warst, von dem Mann, der hier liegt, von dem weg warst und erstmal einfach dein eigenes Ding gemacht hast, habe ich das Gefühl, das kommt hier wieder ins Spiel. Das kommt hier wieder ins Spiel. Und deine Stabilität ist damit ein bisschen in Frage gestellt und ich glaube, es ist für dich wichtig, in dem jetzt neuen Zustand, in dem du bist, nochmal darauf zu gucken. Auf diesen König der Kelche, den du mal verlassen hast und auch ohne den irgendwie ganz gut aufgestellt warst, der kommt hier wieder mit ins Spiel und du musst die Sache neu überdenken. In welcher Art und Weise auch immer. Und du hast, wichtig im Kopf, ne? Du hast eine Entwicklung durchgemacht. Du fühlst, du bist hier nicht mehr so aufgestellt, wie du da aufgestellt warst. Du bist jetzt anders aufgestellt. Und in deinem neuen Ich, in Anführungsstrichen, lernst du denjenigen jetzt auch nochmal neu kennen und lernst du vor allen Dingen dich in Bezug auf denjenigen neu kennen. Ne? Hier gibt es eine Auseinandersetzung mit dir selber, wie die Karte Drama schon sagt. Die 4 der Münzen. Die 4 der Münzen, ich muss es nochmal sagen, ich liebe das Deck sehr, aber dass der hier als lachend dargestellt ist, passt gar nicht zur Grundbedeutung der Karte. Muss die Karte natürlich trotzdem im Deck lassen. Von der fällt sie ab und an, aber das hat auch hier überhaupt nichts damit zu tun, dass man unfassbar positiv gestimmt ist, sondern dass es, ich habe das Gefühl, dass es viel darum geht, gut bei sich bleiben zu können. Das ist ein herausfordernder Mensch, einer, der vielleicht auch im positiven Sinne an sich sehr viel, ich glaube, das ist einer, der dich emotional gut auf Trab hält. Und das muss gar nicht vom Grunde her negativ sein. Es gibt auch Beziehungen, die sehr, sehr tief gehen, die einen immer dazu auffordern, in seine Prozesse zu gehen, das aber immer heilsam ist in dem, was als Resultat dann rauskommt, die einen einfach aufwirbeln. Und es kann so eine Person sein, die gerade noch mal näher wieder in dein Leben Einzug erhält. Oder eben irgendwas anderes. Ne?
alter Job, alter Chef, keine Ahnung was. Wir gucken mal. Und mit den 4 der Münzen geht es sehr stark darum, gut bei dir zu bleiben und dich in einer vielleicht aufwühlenden Situation nicht zu verlieren und aber auch festzustellen, du bist jetzt anders aufgestellt als damals. Du bist ganz anders in deiner Ressource und du hast jetzt die Chance, in dir eine Perspektive zu drehen, neu zu formulieren. Darfst dich auch anders erleben, ne? Der Ritter der Stäbe. Ich glaube, dass ich sag mal, der König der Kelche ganz viel mit dir macht und dass das wichtig ist, dass du hier eigentlich noch mal ein bisschen aufgewirbelt wirst und in einem ganz, ganz starken Element des inneren Feuers dem Ganzen begegnen kannst. Beziehungsweise, da habe ich das Gefühl, das wird grundsätzlich, wird was in dir freigesetzt an Lebensenergie. Na, und ich glaube nicht, dass dieser Mensch grundverkehrt ist. Dafür macht er zu viel Positives irgendwie mit dir. Aber gut, das weiß ich nicht genau. Ist jetzt eher mal hypothetisch. Wir haben hier, wie gesagt, die Auseinandersetzung. Es kommt noch mal irgendwas akut in dein Leben. Es ist wichtig, dich damit auseinanderzusetzen, eine neue Form der Perspektive für dich zu entwickeln, dich vor allen Dingen auch anders als damals im Kontakt erleben zu können und dann, ja, voller Energie weitergehen zu können. Das ist das, was ich hier so wahrnehme. Ich ziehe für dich noch eine Karte abschließend aus dem Gaia-Orakel. Perception beyond the veil of illusion, also ja, die Wahrnehmung quasi hinter einer Welt der Illusion oder hinter einem Vorhang der Illusion, vielleicht auch Vorhang der Illusion, hier die eigenen alten Gedanken, die du noch hast über diese Person. Vielleicht habt ihr euch lange nicht gesehen, jetzt kommt sie wieder neu ins Spiel und du merkst, du hast dich verändert und du kannst jetzt anders denken. Geh in die Wahrnehmung. Das haben wir hier liegen und ja, damit belasse ich das Ganze. Freue mich wie immer sehr, dass du da warst, sehr, dass ihr da wart. Wenn es gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da, wenn du noch nicht hast, um den Kanal ein bisschen zu unterstützen. Freue ich mich sehr und freue mich natürlich auch, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann.